Ich will raus. Soll ich dich befreien? Ja. Wie? Ich hol mich. Gut. Jutta, was weißt du über die inhaftierten Tierschützer? Also ich weiß, dass es 10 Leute sind, die aufgrund von diesem Paragraphen, der eigentlich für mafiöse Vereinigungen gedacht ist, inhaftiert sind. Das kann nicht sein und es gibt schon eine breite Protestbewegung dagegen. Sogar Greenpeace hat jetzt mit Amnesty International Kontakt aufgenommen, eben um Kampagne zu machen für die Befreiung von den Leuten. Weil das ist ein Paragraph, wenn der so angewendet wird wie bei den Leuten, dann kann das an jeden von uns treffen. Jeden, der politisch aktiv ist, jeden, der etwas macht für die Umwelt, für Menschenrechte, für Tierrechte, ganz egal, es kann jeder in Wirklichkeit inhaftiert werden. Ich war sehr froh, eben meinen Freund, der eben auch einer der 10 Inhaftierten ist, den Herrn Balluch, den Martin, eben heute am Tisch besuchen zu dürfen. Es war wunderschön für mich, ihn endlich mal wieder berühren zu können, aber es war natürlich umso schrecklicher, nach der Dreiviertelstunde, die dieser Tischbesuch circa gedauert hat, dann wieder zu gehen. Wann du sagst Untersuchungshaft, was untersucht man? Ich habe gehört, dass da nichts irgendwie untersucht worden ist noch, also dass es nichts gibt, dass die einfach willkürlich eingesperrt worden sind. Es ist so, dass Grund für diese ganze Sache ist, glaube ich, dass eben der Tierschutz in Österreich zu stark geworden ist, zu einflussreich geworden ist. Wir haben in Österreich viele, viele Gesetzesänderungen auch geschafft. Wir haben zum Beispiel ein Legebatterieverbot erreicht, Batterieverbot für Fleischkaninchen erreicht. Wir haben sehr, sehr viel erreicht und sehr, sehr viel Einfluss auch dadurch. Und das ist diesen Menschen einfach zu viel geworden. Und sie wollten einfach den Tierschutz einfach mundtot machen. Und wir, der Bursch mit seiner Tochter, in den Schlosshof reingeht, kommen auf einmal die 3 Hunde auf ihm zu. Kreint, bleiben vor ihm stehen und so um zu ihm. Also die Hunde, die haben auf einmal reden können. Wir gehen jetzt da. Wir wollen sie verabschieden von dir. Weil du brauchst uns jetzt da nicht mehr. Wir 3 sind da geschickt worden, damit wir schauen, dass du zu deinem Glück kommst. Und du hast dein Glück jetzt erreicht. Und ja, jetzt brauchst du uns nicht mehr. Bei den Worten haben sie die 3 Hunde in 3 Trauben verwandelt. Und sind davon geflogen. Und ja, da. Unser Bursch, seine Schwester, seine Frau, ganzen Leid in der Stadt, also auf dem Schloss in der Stadt, haben noch recht lang und recht glücklich miteinander gelebt. Ja, und das wollen wir, dass das Schicksal, was unser Bursch gehabt hat, also dass er so schnell entlassen worden ist, dass das auch unseren Inhaftierten, also unseren Sohn, den 10 unschuldig zu Unrecht verurteilten Menschen demnächst ins Haus steht. Danke. In Österreich, da will man alles billig haben. Billig, billig, billig. Warum muss das alles so billig sein? Sein. Wow. Eine Ware, die man von dort nach dort schiebt. So. Wow. Nimm. Du, ich steig aus. Der Konsument hat die Macht. Ich freue mich. Thank you.
Wo ist er? Wie fühlt man sich in Freiheit? Super. Danke, danke. Die Menschen sind es, nicht die Pfarrer, die die Orangenbäume wachsen lassen. Je voulais planter. Ich wollte einen Orangenbaum pflanzen. Un oranger, là où la chanson n'en verra jamais. Er hat Blüten getrieben und was er gegeben hat, sind die süßen Früchte der Freiheit. La fleurie. Des grenades.